Guten Abend, liebe Zuschauer. 22.13 Uhr haben wir es heute Abend, live und in Farbe. Zweites deutsches Fernsehen. Klasse, dass Sie mit dabei sind. Tja, mit Assad und Putin den IS-Terror bekämpfen oder gegen Assad kämpfen? Weil sich der Westen mit Moskau nicht auf eine gemeinsame Politik einigen konnte, sterben weiter Menschen in dieser Welt. Darf man noch immer auf einen Neustart der russisch-amerikanischen Beziehungen hoffen? Nach den jüngsten Äußerungen Donald Trumps eher nicht. Wegen des Giftgasangriffes will er nun seine Politik gegenüber Assad ändern. Und damit stellt er sich automatisch gegen Moskau. In den Augen seiner Kritiker ist Trump aber längst eine Marionette Putins. Das FBI ermittelt, die Welt spekuliert. Welche Russland-Verbindungen hatten Mitglieder des Wahlkampfteams von Trump? Muss Donald Trump sich schon deshalb mehr von Russland und Assad distanzieren, weil er genau unter diesem Verdacht steht? Und was heißt das eigentlich alles, auch für die Sicherheit hier in Europa? Das fragen wir uns und unsere Gäste. Sarah Wagenknecht, die Fraktionsvorsitzende der Linken, sagt, USA und Russland betreiben imperiale Politik. Es geht nicht um Menschenrechte, sondern um Einflusszonen. Frau Wagenknecht, US-Außenminister Rex Tillerson hat Russland aufgerufen, das war interessant, die Unterstützung für den syrischen Machthaber Assad zu überdenken. Glauben Sie, dass das ein bisschen übereilt ist oder ein bisschen verfrüht ist, weil Russland ja noch komplett anzweifelt, dass dieser Giftgasanschlag überhaupt Assad und seinen Truppen zuzuschreiben ist? Na, ich finde, das, was wir jetzt wirklich brauchen, ist erstmal rückhaltlose Aufklärung. Also ich finde schon die Art und Weise, wie sofort bestimmte Dinge als Tatsachen dargestellt werden, das ist einfach unseriös. Also dieser Krieg ist barbarisch. Und in diesem Krieg haben alle Seiten bisher Kriegsverbrechen begangen. Alle. Das Regime von Assad, die sogenannten Rebellen, die ja überwiegend islamistische Terrormilizen sind. Also das sind Leute, die würden wir in Deutschland als Gefährder einstufen. Das sind die, von denen wir in Syrien die Informationen bekommen. Und aufgrund solcher Informationen jetzt zu sagen, wir wissen, wer es war, also das finde ich wirklich nicht machbar. Und ich erinnere daran, 2013 gab es ja damals diesen furchtbaren Anschlag. Da sind über 100 Menschen bei Giftgas, über 1000 zum Opfer gefallen. Und da wurde auch sofort gesagt, das war Assad. Im Nachhinein hat es doch erdrückende Indizien gegeben, dass es Assad gar nicht sein konnte, sondern dass der türkische Geheimdienst eben Al-Nusra-Rebellen beliefert hat mit Sarin und dass das der Hintergrund war. Und insoweit finde ich, sollte man jetzt nicht voreilig sofort sagen, der oder der war es. Ich halte alle Seiten potenziell für skrupellos genug, dieses Gas einzusetzen. Aber ich finde, erst einmal muss es untersucht werden. Und wenn ich dann auch noch sehe, Herr Trump, also dieser Auftritt, also der ist ja an Heuchelein nicht zu überbieten. Ich meine, Trump hat im Februar die Regularien geändert für seine Kampfbomber. Seitdem wird noch rücksichtsloser in Mosul beispielsweise bombardiert, und zwar rücksichtsloser gegenüber der Zivilbevölkerung. Da sind bei den letzten Angriffen teilweise über 100 Zivilisten pro Angriff umgebracht worden. Und wenn der sich jetzt hinstellt und sagt, also aufgrund der zivilen Opfer ist er jetzt so gerührt oder so beeindruckt, dass er seine Haltung überdenkt, dann muss ich sagen, also die Heuchelei kann er sich schenken. So, und dann sind wir bei der Frage, Frau Wagenknecht, wie lange sich Russland eigentlich diese Treue zu Assad noch leisten kann. Wann ist die rote Linie von Wladimir Putin überschritten? Also ich sehe gar nicht, dass Russland primär an Assad hängt. Also Russland hat ein großes Interesse, in Syrien den Einfluss zu behalten. Es geht da auch um Rohstoffe, es geht um Pipeline-Routen. Sie wollen auf jeden Fall eine Regierung, die sozusagen nicht aus ihrem Einflussbereich ausbricht. Aber ich erinnere daran, der russische UN-Botschafter hatte 2012 einen Drei-Punkte-Plan vorgelegt, wo ich mir gewünscht hätte, dass damals der Westen, also die USA, aber auch Europa, darauf eingegangen wären. Und das waren drei ganz einfache Punkte. Das eine war sofortiger Stopp sämtlicher Waffenlieferungen an die Opposition, also an die islamistischen Rebellen. Wäre absolut vernünftig gewesen. Das zweite, Dialog zwischen Regierung und zumindest den ansprechbaren Teilen der Opposition. Und das dritte war, das war Teil dieses Plans, ein eleganter Weg für Assad abzutreten. Also das war der russische Vorschlag. Insoweit, jetzt haben sie sich natürlich auf Assads Seite geschlagen. Sie haben ihn auch gestützt. Sie haben auch
mit ihrem Einsatz natürlich dazu beigetragen, dass er nicht gestürzt wurde, weil sie sicherlich auch ein Interesse daran haben, dass dort nicht gerade diese Islamisten noch stärker werden. Aber ich sehe nicht, dass Russland von vornherein sich sozusagen an Assad gekettet hat, sondern das ist natürlich auch in diesem Konflikt immer stärker durch die Polarisierung geschehen. Und natürlich müssen wir auch die Frage stellen, also wir haben am Anfang so ein bisschen Glaskugel lesen gemacht, was macht jetzt Trump? Die Frage ist ja, was ist wünschenswert? Und natürlich ist das eine Diktatur, nur wenn ich mir ansehe in anderen Ländern, also natürlich war Irak unter Saddam auch eine Diktatur, natürlich war Libyen unter Gaddafi auch eine Diktatur, aber es waren alles säkulare Diktaturen, die zumindest religiös tolerant waren. Und nirgendwo ist es eingetreten, dass an die Stelle dieser Diktatur, sage ich mal, eine Demokratie westlichen Zuschnitts getreten ist, sondern der Regime-Change, der militärische Sturz dieser Regime hat dazu geführt, dass Kalifate entstanden sind, dass der IS gegründet wurde, dass er stärker geworden ist, dass die Länder zerfallen sind. Und genau das würde doch in Syrien auch drohen. Und deswegen glaube ich, so blauäugig zu sein, jetzt zu sagen, ja, Hauptsache Assad kommt weg. Und das war lange Zeit die Strategie der USA. Und es ist bis heute, habe ich das Gefühl, die Strategie wichtiger europäischer Länder. Das ist im Grunde eine verantwortungslose Strategie, wenn man keine seriöse und wirklich auch wünschenswerte Alternative hat. Weil das dann wirklich Kräfte stärkt, vor denen wir eigentlich alle Angst haben sollten. Weil das sind die Kräfte, die dann auch nicht zuletzt in Europa Terroranschläge verüben. So, und dann sind wir bei dem Punkt, was passiert. Trump hat ja selber in seinem Wahlkampf gesagt, er wünscht sich von den Russen, dass sie Clintons verloren gegangene E-Mails mal veröffentlichen sollen. War das vielleicht mehr als ein Scherz? Na gut, das ist ja also, sag mal, gehackt worden und rausgegeben worden. Inwieweit die Russen damit zu tun haben, weiß ich nicht. Aber ehrlich gesagt finde ich, alleine das, was Trump seither macht, spricht doch ganz deutlich dagegen, dass er sozusagen die Marionette Putins ist. Also ich meine, ich glaube, wir sollten uns als Europäer viel eher wünschen, dass es wieder bessere Beziehungen gibt. Aber eine der ersten Amtshandlungen von Trump war, die atomare Aufrüstung voranzutreiben. Zu sagen, dass er in Zukunft über 50 Milliarden mehr für Aufrüstung ausgeben will. Und zwar im atomaren Bereich. Also das sind ja nun keine Friedenssignale oder keine Kooperationssignale. Darüber reden wir auch gleich noch. Das ist sondern das ganze Gegenteil davon. Bleiben wir erstmal bei diesem Thema. Aber ich finde, sag mal, das zeigt es ja. Also wäre er erpressbar, hätte er so nicht agiert. Und deswegen finde ich das total aufgebauscht. Ich denke, natürlich kann das sein, dass es wirtschaftliche Kooperationen gibt. Es gibt ja ein ähnliches Wirtschaftssystem. Also sowohl die USA als auch Russland ist ein Oligarchenkapitalismus. Und Trump gehört sozusagen natürlich zu denen, die man auch als Oligarchen bezeichnen kann. In Russland gibt es auch entsprechende Schichten und wahrscheinlich haben die miteinander kooperiert, vielleicht hatten die auch miteinander zu tun, aber das hat doch nichts mit einer direkten politischen Einflussnahme zu tun. Also insoweit, Frau Wagner, Frage auch an Sie, bewegen Sie sich besonders vorsichtig, wenn Sie in Russland sind? Also ich war sehr lange nicht in Russland, um ehrlich zu sein, seit 1988 nicht. Insoweit habe ich da auch länger Zeit. Was tut man dann gegen eine derartige Unterstützung und Hilfe aus Moskau, denken Sie klugerweise? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass wir Unterstützung und Hilfe aus Moskau bekommen. Die wollen wir auch nicht haben. Ich sehe das auch so, dass natürlich Russland eine Außenpolitik macht, die auch beinhaltet, dass man versucht, in anderen Ländern sich in bestimmte Prozesse einzumischen. Was ich nur schräg finde, ist so zu tun, als seien die Russen die Einzigen. Also ich meine, die USA mit ihrer NSA haben einen riesen Apparat. Und dass die in Deutschland, in Europa nicht Einfluss nehmen, das ist doch eine Legende. Das heißt, es gibt ganz viele Mächte, die sich herausnehmen, in anderen Ländern Einfluss zu nehmen, Wahlen zu versuchen zu beeinflussen. Meine These ist, sie können das immer nur marginal. Sie können es nie völlig. Also so zu tun, als würde jetzt Putin die entscheidende Rolle gespielt haben, dass Trump gewählt wird, ist genauso absurd, wie so zu tun, als sei jetzt der Ausgang der Bundestagswahl von Putin abhängig. Sie ist auch nicht von Trump abhängig, auch nicht von der NSA. Aber natürlich gibt es diese Einflussnahmen. Und die gibt es von amerikanischer Seite ganz ähnlich. Und Herr Altmaier, ich würde mir wünschen, dass da die Bundesregierung auch entsprechend reagiert und da nicht bis heute so blauäugig rumerzählt, ja, abhören unter Freunden, das gibt's doch nicht, obwohl alle inzwischen wissen, dass die Amerikaner nicht nur abhören, sondern selbstverständlich auch massiv Einfluss nehmen. Aber jetzt bringen Sie zwei Dinge durcheinander. Und dass man damit auch nicht unbedingt spielen kann. Frage an Sie, gibt es diese Ähnlichkeit im Geiste bei beiden oder befürchten Sie, dass Russland anders darauf reagieren wird, dass Amerika den Verteidigungshaushalt erhöht? Sie haben die Zahlen genannt, 56 Milliarden sind jetzt geplant und Russland senkt ihn sogar, glaube ich, um 7 Milliarden. Ja, also sag mal, es ist natürlich ein völliges Ungleichgewicht. Also deswegen ist es ja auch eine riesige Lüge zu sagen, wir müssten weiter aufrüsten, damit da eine Abschreckung da ist. Also die USA geben ja schon 600 Milliarden Dollar im Jahr aus für Russland.
Rüstung. Und Europa gibt 300 Milliarden aus, macht 900 Milliarden. Das ist ein Riesenberg. Russland hat ungefähr 60 Milliarden, um mal die Vergleiche zu ziehen. Also das ist einfach Wahnsinn. Und ich will niemanden unterstellen, dass er Krieg plant. Aber es ist natürlich so, dass durch diese Hochrüstungsspirale, auch durch die Truppenstationierung in Osteuropa, durch die Manöver, natürlich eine Eskalation, eine Konfrontation stattfindet, die sich immer mehr aufheizt. Also eine Reaktion führt zur Gegenreaktion. Und das finde ich völlig unverantwortlich. Und ich finde, wir brauchen tatsächlich, und wenn Sie sollten auch nicht immer warten, ob Trump das jetzt macht oder nicht, sondern wir sollten als Europäer sagen, wir haben ein Interesse daran, dass es stabile und gute Beziehungen zu Russland gibt, weil der Frieden in Europa ist nur mit Russland zu sichern, der ist nicht gegen Russland zu sichern. Und ich würde mir endlich eine europäische Außenpolitik wünschen, die ähnlich wie früher die Entspannungspolitik das in den Mittelpunkt stellt. Schon wahnsinnig oft gesagt. Und wir